Hey Leute! Willkommen zurück zur zweiten Karriere von FIFA 17. Es geht endlich los heute. Und zwar habe ich ein Infovideo gemacht, wo ihr gerne abstimmen solltet. Das haben auch ganz, ganz viele gemacht. Ihr solltet Mannschaften vorschlagen, dafür dann den entsprechenden Kommentar geben. Das habt ihr auch zahlreich gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich denke mal, wer es verfolgt hat, und ihr habt es auch am Thumbnail schon gesehen, wir spielen mit, wo sind sie, mit der TSG 1899 Hoffenheim. Dafür haben sich also, glaube ich, 10 oder 11 Leute entschieden. Es tut mir, wie gesagt, leid, dass die Leute, die einen anderen Verein vorgeschlagen haben, der jetzt leider nicht genommen wurde, aber ich kann es, wie gesagt, nicht jedem recht machen und auch leider nicht bei den Transfers, die wir dann später noch tätigen werden. Ihr könnt gerne Spielervorschläge unten reinschreiben, aber ich garantiere euch jetzt, ich kann auch leider nicht jeden Spieler holen. Ich muss halt schauen, welcher Spieler am besten passt und mit wem ich gerne spielen würde und wo ich meine, dieser Spieler würde zu unserem Verein passen. So, des Weiteren möchte ich euch gerne noch den Designer empfehlen, der mir das Thumbnail gemacht hat. Schaut dazu einfach mal unten in die Videobeschreibung rein. Der wird jetzt auch unter jeder FIFA-Folge stehen. Falls ihr selber mal ein Design braucht oder so, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Ich finde, das ist sehr geil gelungen. Danke nochmal an dieser Stelle dafür, für das Thumbnail. Und wir fangen jetzt aber mal an. Also, TSG 1899 Hoffenheim, gegründet, wie der Name schon sagt, im Jahre 1899. Der aus der Stadt Sinsheim stammende Verein wurde 1899 als Turnverein gegründet. Erst 1945 fusionierten die Turnabteilung und die Fußballabteilung. Durch die Fusion kam auch der heutige Name zustande. Der Verein ist derzeit Mitglied der Bundesliga, höchste Liga Deutschland. Das muss da extra nochmal stehen. Als Hoffenheim 2007, 2008 den Aufstieg in die Bundesliga schaffte, investierte der Verein mehr in seine Transfers als alle anderen 17 Zweitligisten zusammen. Zweitligisten oder Erstligisten? Ne, die waren da noch in der zweiten Liga, sind ja dann ein Jahr später und waren dann auch gleich Herbstmeister. Gut, wir haben ein Transferbudget von 20,38 Millionen und ein Vereinswert von 166,3 Millionen ungefähr. Was haben wir denn so für Vorstandserwartungen? Niedrig bei Erfolge national, niedrig bei Erfolge kontinental, das sind wir natürlich noch nicht. Markenpräsenz ist ebenfalls sehr niedrig, Finanzen sehr niedrig, aber dafür die Nachwuchsentwicklung sehr hoch. Hoffenheim setzt ja auch in Wirklichkeit viel auf den Nachwuchs und so weiter und so fort. Also wir haben nicht so einen großen Druck wie bei, sag ich mal, wie bei Dortmund, ne? Da mussten wir ja, glaube ich, ein bisschen mehr leisten und so weiter und so fort. Aber, ja, HSPLP natürlich wieder und deutscher Staatsbürger, so. Deswegen, also ich bin sehr gespannt. Wir nehmen wieder ihn hier, aber diesmal machen wir mal Hemd und Schlips, das passt ganz gut. Stadion Neda. Ja, komm, das können wir nehmen, alles kein Problem. Aktuelle herunterladen, lädt Aktualisierung herunter. Und dann, ja, bin ich gespannt, wie die Saison verläuft, ob sie genauso erfolgreich verläuft wie Dortmund, ob wir auch so souverän Meister werden. Ich glaube es ja nicht. Dortmund hatte schon einen guten Kader, hat doch vielleicht individuell bessere Spieler als Hoffenheim. Aber Hoffenheim hat ebenfalls keine schlechten Spieler. Ne? Wenn ich mal so denke an Süle, guter Nachwuchsinnenverteidiger, wechselt ja dann im Sommer zum FC Bayern. Wagner, ja, ist ein viel umstrittener Spieler. BVB können wir wegmachen. Jetzt kommt hier TSG. Wir schreiben mal den ganzen Namen. Komm, wir sind gerade schon dabei. Dann können wir auch den ganzen Namen hinschreiben. TSG 1899 Hoffenheim. Das ist also unser zweiter Verein, zweite Karriere und Vorbereitungsturnier, ja, machen wir ruhig mal, komm. Da kriegen wir noch ein bisschen Kohle mit dazu und zwar Chile in Ecuador oder in, nee, nicht Ecuador, Kolumbien ist das, oder in Frankreich. Ja, ich gucke ja immer so nach den Turnieren, wo schwächere Mannschaften mit dabei sind, weil da hat man die größte Möglichkeit, den Cup zu gewinnen. Ich glaube, wir gehen mal hin nach Chile, da ist unter anderem Feyenoord Rotterdam mit dabei, der FC Everton, Lokomotive Moskau, River Plate, also da sind schon ein paar namhafte Teams mit dabei. So, da sind wir nun, Hoffenheim, und jetzt können wir auch schon wieder gehen. Nein, jetzt machen wir weiter. Wir gucken erstmal auf die Mannschaft, auf die Startaufstellung. Hoffenheim spielt standardmäßig mit einem 5-3-2. Vorne mit Kramaric und Wagner, da hinten dem hier bei, der mir auch persönlich gut gefällt. Rudi, der ja auch zu den Bayern wechseln wird im Sommer. Und Amiri ist ebenfalls ein richtig guter Spieler. Dann haben wir in der Verteidigung links Zuba. Dann haben wir drei Innenverteidiger mit
Hübner mit Vogt und mit Süle, der auch zu den Bayern gehen wird. Und Rechtsverteidiger Kaderabek. Im Tor haben wir Baumann. Fünf Verteidiger sind aber zu viel. Also ich spiele ja ganz gerne so, mit einem 4-3-3 offensiv, mit einer hängenden Spitze oder sagen wir mal mit einem Zehner. Mit der Aufstellung komme ich eigentlich immer ganz gut zurecht. Oder halt mit einem 4-4-2 mit einer Raute. Aber ich denke mal, so können wir das erstmal machen. Vorne, gut, Wagner, da haben wir momentan keinen besseren. Wir haben noch Schalai, aber Wagner, denke ich mal, ist da besser aufgehoben. Dann haben wir rechts Amiri, 69er Antritt, 69er Sprintgeschwindigkeit. Haben wir da noch einen schnelleren? Ja, Rupp ist ein bisschen schneller. Dann haben wir da noch Hamad und Utam war ebenfalls. Den könnten wir ja auf die rechte Seite packen. Ich packe erstmal nach Schnelligkeit auf. Dann haben wir links. Links haben wir natürlich nicht so gute Spieler, sage ich mal. Ne? Also wir haben Marco Terrazino, wir haben Ox, das ist noch ein Nachwuchsmann. Wir haben, wie gesagt, standardmäßig hätten wir da Amiri, aber den würde ich dann eher für Rudi hier mal reinnehmen. Obwohl Rudi ja auch nicht so schlecht ist, aber ich finde Amiri ein bisschen besser, weil er auch noch ein bisschen jünger ist. Guck mal, was ist denn zum Beispiel mit Vargas? Oh, Vargas, ey, der hat einen 84er Antritt, der muss auf jeden Fall spielen. Dann spielt der links erstmal, der ist Rechtsfuß, ne, ja, und Ud ist meiner Meinung nach, oder meines Erachtens Linksfuß, richtig. So, dann haben wir Vogt, Zuba, linkes Mittelfeld. Wen haben wir denn da noch? Oh, guck mal, wir haben ganz viele im Mittelfeld. Wir hatten Schwegler, den finde ich ebenfalls ganz gut. Der war bei Frankfurt schon klasse. Dann haben wir Polanski, eine super hohe Aggressivität hatte der. Der hat eine Aggressivität von 88 gehabt. Rudi, Rupp haben wir noch. Wen haben wir noch so auf der Bank? Ja, so richtig viel und richtig gute haben wir da eigentlich nicht. Also wir müssten nochmal auf den Transfermarkt zuschlagen, oder? Wir setzen auf den Nachwuchs. Wir holen einfach mal ein paar Nachwuchsspieler. Oder was heißt, wir holen einfach mal so ein paar, ne? Ist ja nicht so, als ob das so in 10 Tagen gemacht wäre. Wir können ja aber mal ein paar Scouts holen, die dann für uns Nachwuchsspieler suchen. Also da würde ich dann erstmal Schwegler, denke ich mal, hinstellen. Da haben wir Amiri und Demir bei. Finde ich ganz gut. So, dann haben wir die Innenverteidigung Süle. Und wen haben wir noch? Haben wir nicht Fabian Scheer? Ich wollte gerade sagen, Scheer entwickelt sich doch ebenfalls noch gut. Dann würde ich erstmal Scheer hier hinstellen für Süle. Rechtsverteidiger Kaderabek. Oder Rudi, der kann da ebenfalls spielen, glaube ich, nur Rudi. Der kann auch Rechtsverteidiger. Der kann Rechtsverteidiger, rechtes Mittelfeld, zentrales defensives Mittelfeld und zentrales Mittelfeld. Aber wir lassen erstmal Kaderabek. Baumann im Tor, gut, das ist der Beste. Da können wir nichts machen. Und Toljan. Jeremy Toljan ist ja jetzt auch mittlerweile, glaube ich, Nationalspieler geworden. Ist ja auch schnell, hat einen 77er Antritt, 79er Sprintgeschwindigkeit. Den können wir da stehen lassen. Baumann, und dann haben wir doch eine sehr gute Bank eigentlich, wenn wir Bicakcic oder Vogt. Ich gucke mal, Bicakcic oder Vogt. Wir lassen erstmal Vogt da. Dann auf jeden Fall Zuba. Für Ox, tut mir leid. Der muss erstmal weichen. Und ansonsten haben wir ja auch nicht so viel. Also wir haben noch Artik. Das ist noch ein Nachwuchsmann. Wir haben Maric. Wie alt ist der? Der ist 20. Hamad ist 25. Schalai 24. Danilo Kobel, der ist erst 18. Dann haben wir Geiger, der ist auch erst 18, 25, 25, 19. Also wir haben schon ein paar Nachwuchsleute auf der Bank. Die müssen wir halt nur ein bisschen fördern und ein bisschen trainieren. Ich mach das gleich mal. Zentrale Training. Und dann wollen wir mal gucken. Also auf jeden Fall fangen wir mal von hinten hier an. Scheer wollte ich auf jeden Fall. Obwohl der ist nicht so gut, dann machen wir Süle. Komm, machen wir Süle. Der ist zwar schon stark, aber der kann noch stärker werden. Und zwar in der Abwehr machen wir einfach mal hier. So, Süle, dann würde ich gerne Marc Uth können wir machen. Ja, vielversprechende Spieler, gar keine Frage. Dann machen wir einfach mal hier Kopfbälle und Volleys. Dann machen wir weiter Flügelspieler. Hätten wir natürlich Philipp Ox, aber ob der oft spielt, weiß ich nicht. Wir machen erstmal die auf jeden Fall oft spielen. Auf jeden Fall Demir bei. Ballbesitz halten schwer. Wen haben wir dann noch? Genau, Nadim Amiri. Den müssen wir da auch auf jeden Fall mit reinnehmen. Und haben wir noch irgendeinen Innenverteidiger? Wir machen mal Jeremy Toljan. Der wird, denke ich mal, auch von Anfang an immer spielen. El Rondo. So, dann machen wir das mal einfach. Und ich muss jetzt gerade mal gucken, ob ich die Facecam hier angemacht habe, mitlaufen lassen habe. Nee, habe ich nicht. Okay, weil oben meine Facecam leuchtet. Deswegen war ich gerade so ein bisschen verwundert. Gut, wir machen mal weiter. Und genau, wir gucken erstmal ins Büro rein. Lass Amerikas Invitational, das ist dieser Vorbereitungscup, wo wir mitmachen werden, Transfermarkt, Vision und die Erwartungen, da können wir mal raufgucken, was denn unsere Ziele sind. Gut, wir sollen im Mittelfeld der Bundesliga landen, wir haben, gut, der aktuelle Rang 16, das heißt noch nichts. Wir sollen in die Runde der letzten 32 kommen im Pokal
und verpflichte drei Spieler mit einem Potenzial von über 75 in deiner Nachwuchsmannschaft und sorge für eine Verbesserung des Gesamtwerts um mindestens 10 Punkte. Gut, mindestens drei Spieler mit einem Potenzial von über 75. Das heißt, wir müssten jetzt mal einen Scout gleich anheuern. Hier hat schon mal Nils Schmidt einen ersten Scouting-Bericht uns gezeigt. Aber es sind ist eine Mischung aus Spielern aus der ersten und zweiten Liga. Die meisten sagen mir was. Ja, den kennt man ja hier aus Funk und Fernsehen. Florian Grillitsch, ja. Holtmann, das ist ein schneller Mann. Der ist von Braunschweig, glaube ich, gewechselt. Nabil Bentaleb ist an Schalke ausgeliehen. Schmiedebach, Finne, Groß, Holtby, Bayer, Aogo und Meier. Der Fußballgott in Frankfurt. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich glaube aber, wir machen das mal mit einem Scout. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Pass mal auf. Wie viel haben wir denn? 20,38 Millionen und 114.000 Gehaltsbudget. Ach hier, genau, Jugendstab. Das wollte ich. Jugendstab, finde Talente für deine Nachwuchsmannschaft. So, dann stellen wir mal den ersten. Einer am besten immer der am meisten Geld kostet, die sind auch meistens am besten. Nehmen wir mal den Schweizer hier. Den holen wir mal, dann holen wir noch einen zweiten und zwar den Holländer. Die haben auch gute Fußballer, die Holländer. Nachwuchsschule von Ajax Amsterdam, sehr zu empfehlen. Und dann holen wir nochmal einen Slowen, dann holen wir drei Stück. Dann gucken wir mal, was wir brauchen. Wir brauchen, da müssen wir jetzt nochmal kurz nachgucken. Transfers, das ist am Anfang, wie gesagt, ist das immer sehr viel Transfer und sehr viel Mannschaft kennenlernen. Guck mal, wir haben auch so zum Beispiel noch ganz viele Leute, die wir verlieren haben. Ganz viele junge Spieler. Gimba zum Beispiel hat eine 59. Rapp, der hat eine 62. Schwäbe, der Keeper, der hat eine 69. Der ist zum Beispiel auch ganz gut. Der ist erst zarte 21. Also auf den können wir vielleicht auch bauen. Dann haben wir noch Czolak, der ist an Darmstadt, glaube ich, verliehen, oder? Das steht ja immer da, genau, an Darmstadt verliehen. Marc Uth nicht, jetzt hat es das Ganze wieder verschoben. Also Czolak ist wie gesagt an Darmstadt verliehen, Rapp ist an Fürth verliehen, Schwäbe ist an Dresden verliehen, Czolak, den hatten wir doch gerade, genau. Dann Kevin Akpoguma ist an Düsseldorf verliehen. Und dann haben wir noch, die sind für 2 Jahre verliehen. Kanuse ist an Bochum verliehen, gut, der hat eine 60. Pires ist auch nicht schlecht, hat mit zarten 21 eine 66, ist an Austria Wien ausgeliehen. Und Joel Linton, oh Gott. Joel Linton, Apollinaro De Lira hat eine 66 mit 19 Jahren, ist an Rapid Wien verliehen. Also da haben wir noch viele Leute, die dann auch zurückkehren werden nach einer Zeit. Jetzt haben wir 37 Spieler von 52 möglichen. Das ist ja zu viel eigentlich. Gut, aber wir müssen ja auch die Leute mit bedenken, die verliehen sind. Die zählen ja da ebenfalls mit zu. So, gut, in der Innenverteidigung brauchen wir keinen mehr. Da haben wir mit Shea, Süle, Hübner, Bicakcic zur Not. Wir haben ja noch Kevin Akpoguma, den wir zurückholen können. So, mein Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Dann haben wir Linksverteidiger. Da könnten wir mal gucken, ob wir da nachlegen können. Danilo haben wir da von, ich glaube, vom FC Ingolstadt ist der gekommen, ne? Der Vertrag läuft in 12 Monaten aus. Ich glaube aber, der ist vom FC Ingolstadt gekommen. Dann haben wir Jeremy Toljan. Der wird auf jeden Fall standardmäßig spielen. Rechtsverteidiger haben wir halt nur Kaderabek und Rudi. Der kann da ebenfalls spielen. Gut, im linken Mittelfeld, ich sag mal, das Mittelfeld, das ist echt gut besetzt und auch zu viel besetzt. Da brauchen wir niemanden mehr. Im Sturm, gut, haben wir Wagner als zentralen Stürmer, vielleicht nochmal einen Stürmer, einen großgewachsenen. Schalay haben wir zur Not, Marc Uth für die rechte Seite, Kramaric auch links oder rechts. Vargas würde ich auch eher auf den Flügeln einsetzen wollen, weil der auch schnell ist. Das heißt, wir gucken jetzt einfach mal, wir schicken unsere Scouts mal los, und zwar hier. Scouting-Netzwerk aufbauen. Für 3 Monate geht der mal, ich würde sagen, nach Deutschland. In Deutschland sind eigentlich mit die Besten. 3 Monate. Und zwar, was machen wir denn mal? Typ, technisch begabt, starke Füße, Spielmacher. Keeper haben wir eigentlich. Ich gucke mal nach einem Angreifer, also nach einem zweiten Wagner sozusagen. So, der guckt mal in, der könnte mal in Spanien gucken. In Spanien gibt es auch viele technisch gute Leute. Und zwar, wir machen einfach mal defensiv stark, zur Not Verteidiger, ne, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger und der guckt mal nach einem Spielmacher. Der guckt mal nach einem neuen Spielmacher und zwar in Frankreich. Und zwar hier, Spielmacher. Und dann sind die dreimal losgeschickt bis zum 1. Oktober, dann kommen sie wieder zurück. Aber wir kriegen ja monatlich, kriegen wir ja immer die Scouting-Berichte und die Scouting-Updates. So, jetzt spulen wir mal vor, simulieren schon mal das erste Spiel hier, simulieren gegen Amerika.
glaube, eine Mannschaft aus Mexiko. Gut, dann wollen wir mal simulieren, mal gucken, wie das so läuft. Vorbereitung zählt für mich nicht so viel eigentlich, auch wenn wir das jetzt verlieren sollten. Na, 2-0 gewonnen, Vargas und Amiri die Torschützen. Hauptsache, es verletzt sich niemand und wir kriegen ein bisschen Geld noch rein für Transfers eventuell, dann wieder ins Training rein. Und dann bedanke ich mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Das war also der erste Part von unserer neuen FIFA 17 Karriere. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr seid ganz aktiv mit dabei, auch wenn das vielleicht nicht das Team war, für das ihr gewotet habt oder für das ihr euch entschieden hättet. Und auch bei den Transfers, wie gesagt, ihr könnt gerne Spielervorschläge reinschreiben. Ich werde aber, denke ich, weitestgehend auf die Jugend setzen. Aber ihr könnt ja mal Spieler reinschreiben. Vielleicht hole ich mir ja 1, 2 Leute. Mal gucken, ob sie zum Verein und zum Team passen. Und wie gesagt, nochmal, seid nicht enttäuscht, wenn ich nicht die Spieler hole, die ihr vorgeschlagen habt. Ich kann es halt nicht jedem recht machen. Das ist heutzutage so in unserer Gesellschaft. Man kann es niemandem recht machen. Egal, was man macht es falsch. Ich hoffe aber trotzdem, ich mache es halbwegs richtig. So, dann soll es das also, wie gesagt, gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da, abonniert meinen Kanal, seid aktiv mit dabei. Schaut die letzten beiden Videos, die ihr hier seht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, hoffe ich. Bis dahin und ciao, ciao.